Hallo und herzlich willkommen heute aus dem Herzen Wiens. Wir besuchen heute eines der Top Fine Dining Restaurants der Donaumetropole, gleich in unmittelbarer Nähe zur Wiener Staatsoper. Der Hattori wurde in Japan geboren, verbrachte aber einen Großteil seiner Kindheit in Wien und konnte hier sein musikalisches Talent entwickeln. Was aber neben der beeindruckenden internationalen Karriere des Geigers und Dirigenten noch viele weitere Interessen des durch die Kulturen changierenden Multitalents war, bewies er, indem er in Wien das Lokal Schicke gründete. Aber lassen wir den Patron und Gastronom selbst zu Wort kommen. Herr Hattori, es freut uns, dass wir hier im Schicke heute zu Gast sein dürfen. Uns interessiert natürlich die Frage, was Sie dazu bewogen hat, hier in Wien ein japanisches Restaurant zu eröffnen. Zum einen wollte ich eine Marktlücke füllen, denn in Österreich oder auch in Wien gibt es wahnsinnig viele japanische Restaurants. An jeder Ecke kann man Sushi essen und trotzdem hat es im Segment der höchsten Qualitätsstufe ein Restaurant gefehlt. Und also das war wirklich für mich der Ehrgeiz, so etwas zu schaffen. Und zum anderen habe ich als klassischer Musiker, als ein Japaner, der europäische klassische Musik aufführt, ein kleines Problem. Und zwar, dass ich alles Wissen über Japan, also eigentlich meine japanische Seite, nicht verwenden konnte für meinen musikalischen Beruf. Nicht? Weil ich kann ja nicht Mozart an der Staatsoper dirigieren und den Musikern sagen, weil ich Japaner bin, möchte ich es ein bisschen japanischer haben. Das geht einfach nicht. Diese europäische Musik ist zu europäisch. Und ich habe immer den Wunsch gehegt, also das Beste aus beiden Welten, ja, aus Österreich und Japan zu verbinden, weil ich ja beide Kulturen kenne. Und das habe ich dann eigentlich im Shiki ausgeführt, eine Kombination von der besten japanischen Küche mit der europäischen Servicekultur. Verstehe. Würden Sie sagen, dass Tischwäsche als solches Teil der japanischen Esskultur ist? Es ist lustig, dass Sie eigentlich das ansprechen, weil eigentlich in der traditionellen japanischen Küche gibt es keine Tischwäsche, also keine Tischtücher, sondern stattdessen als Gedeck ein Tablett, oft aus sehr schönem lackiertem Holz, worauf dann die Teller und Stäbchen und so weiter gelegt werden. Aber, wie ich schon vorhin erwähnt habe, wollte ich mit dem Shiki die japanische Küche mit der europäischen Esskultur oder Tischkultur auch verbinden und Servicekultur. Und dazu gehört sehr schöne Tischwäsche. Ja, da sind wir froh, dass Sie Ihr Lokal in Wien gegründet haben. So ist es uns natürlich auch ein großes Vergnügen, dass wir Ihren Betrieb, Ihr Lokal mit unserer hochwertigen Damast-Tischwäsche beliefern dürfen. Was hat Sie dazu bewogen, mit der Firma Schranz mit uns zusammenzuarbeiten? Wie in vielen Sachen habe ich mich beraten lassen, in diesem Fall von Gastronomiekollegen. Und die Firma Schranz hatte einen derartig guten Ruf, was Tischwäsche betrifft. Also haben wir das ausprobiert. Und es hat wunderbar funktioniert und wir sind sehr glücklich mit der Qualität und auch der Zuverlässigkeit Ihrer Firma. Ja, dann bedanken wir uns recht herzlich, dass wir Gast sein durften heute. Freuen uns auf eine weitere tolle Zusammenarbeit mit Ihnen und wünschen für die Zukunft alles Gute. Vielen Dank.